Hallo und herzlich willkommen zu einer von der Let's Quatsch und Fabe. Heute besprechen wir das Thema alte Spiele und ob sie geremaked oder gereworked werden sollen. Erstmal hallo. Hallo von Fabe. Ja. Also, was sind deine Lieblingsklassiker? Lieblingsklassiker ist relativ schwierig, weil ich habe angefangen zu spielen, glaube ich, mit Mario und Pokémon, und da wird es schon schwierig, weil die ganzen Remakes, da wird ja schon, die ganze Zeit nur rumgeremaked. Ich glaube zweimal plus. Ja. So viel ich weiß. Ja gut, das ist, wie gesagt, das ist immer, ich weiß gar nicht, zum Beispiel Pokémon, die rote Edition, wurde ja schon geremaked. Das soll jetzt, glaube ich, nochmal irgendwann kommen. Dreimal. Ja. Und dann bei Mario, gut, wie gesagt. Das ist ein Dauer-Remake. Ja, das ist einfach immer dasselbe. Quasi, da. Weiß ich nicht, warum. Es gibt für mich gibt's ein paar andere Spiele, wo es mich wirklich interessieren würde, ob da mal noch was kommt. Ja. Zwar. Das ist jetzt zum Beispiel, weil sie da schon wieder, glaube ich, was am Machen sind, bei Need for Speed. War früher mal ein bisschen anders, ein bisschen relativ cool, sag ich mal, so als Jugendlicher. Wenn man keinen Führerschein hatte, ein bisschen 14 in der Gegend rumzufahren. Hier ist neu, wo rausgekommen ist. Ja? Ja, Need for Speed, das heißt auch nur Need for Speed. Echt, oder? Ist das oder ist das alte, da kannst du viel mehr tunen wieder. Ah, okay, aber ich kenne das nur, das war jetzt irgendwie auf irgendwelchen, sag ich mal, offiziellen Rundstreckenrennen und so weiter. Das ist voll Crit. Soviel ich weiß, also ich spiele ja noch Need for Speed gerne. Ah, ja. Halt die Klappen oder was? Ja, ist nee. Bei mir also hauptsächlich, ich weiß nicht, kennst du Dungeon Keeper? Oh ja, Dungeon Keeper kenne ich. Und da, wenn die mal beide Teile Rework machen, wenn du eine Remake HD-Fassung, wäre es eigentlich schon. Das wäre geil, aber Dungeon Keeper Show hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Weil ich das auch schon ewig nicht mehr gespielt habe, einfach wie gesagt, weiß hat irgendwann immer das gleiche, einfach alt ist, sage ich jetzt mal, ja. Aber so Dungeon Keeper, so früher als Kind. Ja. Andere Leute foltern. Ja, den Ritter foltern oder so. Und dann dieses Glätzer. Ja. Das war schon immer geil. Also, wenn man jetzt die neuen Strategiespiele allein anschaut, die sind eher so, das ist eine Map und das ist gar nicht mehr im Spielgeschehen drin irgendwie. Zum Beispiel Total War. Es ist zwar mega beliebt, aber zwar kannst du in die Schlacht nicht reingehen. Du siehst halt deine Städte nicht so, wenn du was sich da verändert. Ja, da ist halt dann wieder Age of Empires zum Beispiel, wobei sie da jetzt ein HD-Remake gemacht haben, da haben sie einfach andere Texturen draufgeschmissen. Sag ich mal, das ist an sich das gleiche Spiel. Ja. Wir haben das sogar letztes Mal mal gespielt, ich meine, das Kumpel ist. Das Problem ist, hat ein bisschen gehangen, ein bisschen rumgesponnen halt. Ich denke, das liegt halt auch mit an den Texturen. Wir hatten früher richtig viele Karten zum Beispiel, ja. Jetzt ja, die wir selber gebaut haben. Und die funktionieren zum Beispiel alle nicht mehr, wo es eigentlich das gleiche Spiel ist. Bisschen traurig leider. Stronghold wurde ja. Hat ja auch der erste Teil HD Remake bekommen. Wenn ihr Stronghold was sagt. Ja, Stronghold sagt mir was, ich hab's zwar als Kind nicht gespielt oder als Jugendlicher nicht gespielt. Aber da funktioniert auf jeden Fall was, ja. Ich glaube, die würden echt viel Geld machen, wenn sie so Sachen remake machen. Die kann ja, zumindest, ich hab's zum Beispiel auch gesagt bei Fable, da gab's ja auch dann Fable 2, Fable 3 und so weiter. In den dritten konntest du immer durchgesuchtet. Einen Tag, einmal durchgespielt. Ja. Wie gesagt, bei Fable war halt das Geile, wo ich mir halt wünschen würde, einfach mit den alten Mechaniken, das ist bei den neuen ein bisschen komisch geworden irgendwie. Das war nicht so das richtige Feeling. Es gibt ja das erste Remake. Echt, oder? Das heißt Fable Anniversary. Das ist alles halt schöner gemacht worden. Ja, das ist halt das 1er Fable, sag ich jetzt mal, ja.
Ja. Ich meinte jetzt einfach mit den alten Mechaniken beibehalten, so kann ich das gleiche Spiel oder so wieder machen, sondern quasi das alte Spiel in anders oder beziehungsweise wie gesagt selbe Mechaniken. Ich glaube, das wird die ganze Sache relativ cool machen, tatsächlich. Also ich habe ja eh nur Strategiespiele wie Command Conquer. So, das wäre auch mega geil, meine Alarmstufe rot. Hätten früher so viele gebrannte CD-en Raubkopien. Also ganz viele CD-en und wir müssen die mal einlegen zum Installieren erstmal. Aber früher jetzt kannst du ja die 20 Jahre Command Conquer Edition kaufen, aber ist Ja, nicht so klar. wie es neue, also wie es alte halt. Ja, das haben wir haben das letztes Mal versucht, oder was heißt letztes? Bei der letzten LAN, auf der ich war, haben wir mal versucht, Red Alert, also, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, zu spielen. Alarmstufe rot. Ja, haben wir versucht zu spielen. Das allererste, Alarmstufe rot. Und du hast einfach nichts erkannt, gell? Das war so pixelig, es geht auf den neuen Bildschirm gar nicht mehr. Ja, eigentlich müssen sie ja eigentlich nur das Spiel verschönern in HD-Fassung, aber die Filmsequenzen nicht. Die waren eigentlich immer gut, die Filmsequenzen waren super, das war ja im Endeffekt ja echt, sagen wir mal, halt wie echt ein Film. Alarmstufe Rot 3 kann man auch gut spielen und Command Conquer 3 und Command Conquer 4 Tiberian Wars. Aber der 4er ist schon gar nicht mehr so wie die alten Teile. Das ist einfach so eine Art Mutterschiff, das fliegt runter und macht dir deine Einheiten, du musst nichts mehr bauen. Ja, war doch auch, hier kommt jetzt das Grund jetzt raus. Das ist, Gottes Willen. Ich weiß, da kommt jetzt wieder sowas ähnliches, sag ich mal, raus, nur dass das eher ein MOBA ist. Aber es sieht tatsächlich fast genauso aus wie Command & Conquer. Und ja, man spielt halt in der Battle Arena. Ist aber auch relativ witzig gewesen auf der Gamescom, wobei ich sagen muss, solange wie wir dafür angestanden sind, das war es, glaube ich, eher weniger wert. Bei Fable wollten sie dann eigentlich noch Fable Legends rausbringen, aber das machen sie doch nicht. Wir haben Ja. irgendwie Microsoft gesagt, nee, das hören wir jetzt auf, wir dürfen noch ein Kartenspiel darüber machen, aber mehr nicht mehr. Ja. Ich glaube, Line Ja. hat das Was jetzt kommen zugemacht soll, ist ja von The Witcher, soll ja Gwent jetzt rauskommen, ja? noch. Das feiere ich auch. Ich habe gehört, Das die ist haben mir ein irgendwie eigenes Bier verkauft. cool. Ja, also The Witcher ist meiner Meinung nach auch sehr, sehr geil. Da gab's ja auch. Hast du erst die ersten Teile gespielt? Ich bin gerade dabei, den ersten zu spielen. Okay. Ja, der fehlt mir zum Beispiel auch noch, der erste Teil. Was auch geil zum Beispiel, was aus The Witcher geworden ist, da muss ich sagen, da will ich auch gar kein Remake haben oder so. Das darf gerne so bleiben, wie es ist. Ja. Ist beim ersten Teil aufgefallen. Da haben sie schon richtig an den Frauenkörpern geschraubt. Ich weiß gar nicht warum, verstehe ich gar nicht. Ich habe ja auch kaum Sexszenen oder so. Ja, aber auch mit diesen Sprach. Also ich wurde letztens als Hurensohn beleidigt. Was? So mit den Wörtern. So, bis zu nach der Arbeit unständig. Unanständig. Ach, du Hurensohn, sowas mache ich nicht. Aber ich dauernd von dir als Hurensohn beleidigt. Der Witcher ist gut. Der erste Teil. Das Kampfsystem ist ein bisschen komisch, weil du einfach nur Maus klickst, dann kämpft er halt. Man muss noch einmal klicken, wenn das Schwert rot leuchtet und der kämpft halt automatisch für dich. Du musst nichts drücken. Auch nicht schlecht. Kann das denn eigentlich schon wieder sein? Dass ich jetzt den ersten Kill schon gemacht habe, ich weiß gar nicht, wie ich den gemacht habe gerade. Geil. Immer gut, wenn man das nicht weiß. Ja. Klasse, ich wollte eigentlich nur Assist, aber den Kill geschossen. Passt schon. Hättest du auch beinahe gekillt. Aber nur beinahe. Ja. Nee, ja, ich weiß nicht, also sonst. Wobei, was ich immer, glaube ich, witzig fände, wäre, wenn es jetzt wirklich. Wenn es gibt ein Super Mario Maker, das wäre vielleicht trotzdem ganz cool, wenn einer einfach mal das erste Mario wieder nachmachen würde. Oh ja. Das allererste. Mit einem komplett gleichen Levelsystem und so weiter. Oder mal Warcraft 3 oder so. Boah, oder das, ja.
Also ich hab's nie gespielt. Ich hab nur gehört, es soll so gut gewesen sein. Ich weiß nicht, es ist ich hab's nur ein paar Mal, ich hab's selber gar nicht aktiv gespielt, hab's ein paar Mal gesehen oder so. Er sieht schon eigentlich sehr, sehr cool aus. Muss natürlich einmal aufarbeiten und so, aber theoretisch ist, kann man es ja jetzt noch spielen. Ja. Das kostet auch nicht so viel. Schlacht um Mittelerde ist auch, also ist ja auch ein geiles Strategiespiel und ist gar nicht so leicht. Es wird von Mission immer schwerer. Du hast deine eigenen Armeen, ja, die du dann in Kampf führen musst. Meinst du Strategiespiel oder? Das ist Strategiespiel. Ja, boah, das hatte ich auf, ich weiß gar nicht, auf irgendeinem Handheld hatte ich das. Das nee, es war gab's dann nur auf Konsole oder halt PC. Ja, ich hab's. Auf PSP gab's das, glaube ich, auch. Das weiß ich gar nicht. Geil, echt. Ey, diesmal sind wir nicht schuld, dass wir verlieren, sondern. Ja, toll, aber die anderen, aber wir verlieren ja trotzdem, ist ja trotzdem scheiße. Ja, schön. Bist tot. Er auch. Ja, Schlacht um Mittelerde jetzt kostet 180 Euro als neue Verpackung, also neu mit allen DLCs und Schlacht um Mittelerde 2 halt. Was? So ja, also viel. Nur die ganz alte, aber nicht HD oder so aufgesetzt, sondern die ganz alte, wo früher 10 Euro gekostet hat. Was? Ich hab meine alte leider zerkratzt, deswegen kann ich es nicht spielen. Das ist ja voll. Ich meine, das könnten sie auf jeden Fall mal richtig HD remaken, das wäre schon geil, aber dann. Wie viele Spiele sind das dann, sag ich mal? Ja. 3. Ja, 180 Euro ist trotzdem ein bisschen viel dann, aber. Ja, das ist halt noch die ganz alte, die Anthologie. Ja. Aber ich meine, da wird etwas im Endeffekt immer noch. Die meisten Strategiespiele gehen ja eh eher auf Dings. Auf? Multiplayer. Ja. Statt mehr wieder auf Kampagne. Das war ja das Gute bei Schlacht um Mittelerde. Einfach riesige Armeen bauen, Rohan und so. Ja, schön, dann schön gegeneinander zocken. Eigentlich, ja. Also ich kann sagen, Stronghold 3 ist noch ein bisschen wie es alte. Echt so? Ja. Okay. Ja, dazu kann ich zum Beispiel nichts sagen, ich habe Stronghold zum Beispiel nie gezockt. Magic dooms us. Ja, ich habe Stronghold echt, ich habe auch. Jo, ich hab ja auch, wir haben früher, habe ich ja ganz viel Ego-Shooter mit meinen Kumpels immer zusammengezockt. Zum Beispiel Halo 1, 2, 3. Oh, mein erster Ego-Shooter war Medal of Honor. Echt? Ja, auf Englisch. Kein Wort verstanden. Keine Ahnung gehabt, wie, was man machen muss. Aber hauptsache viel Glut, gell? Ja. Ja, und du musst halt deinen Squad überleben lassen. Das war das Coole. Das ja. Musstest du heilen und so. Wie gesagt, bei uns fing es halt an irgendwie mit Halo. Oh, ne, beziehungsweise stimmt gar nicht, was ging's denn los? Desert Storm ging's, glaube ich, bei uns los. Ich weiß nicht, du kennst das Spiel Ghost nicht, oder? Welches? Das Spiel heißt nur Ghost oder was? Ja. Ich. Boah, weiß ich, kann schon sein, dass ich es kenne, aber jetzt nicht, dass ich. Ja, bist du jedenfalls ein Geist und konntest halt in den Körper von Menschen gehen und Soldaten. Ja. Oder in Geschütze rein und musstest halt den anderen mal töten und der ist halt wieder als Geist gespawnt. Nee, hey, das kenne ich nicht, das Spiel. Hab ich nicht gespielt jetzt. Das war auch eine mega geile Funktion. Das war auf der Gamecube. Was zählt denn das? Tower Defense oder was ist das dann? Oder? Nee, das war kein Tower Defense, sondern ein Ego-Shooter. Ganz normaler. Ah, okay. Aber du warst in Türmen drin, hast du Geschütztürmen? Nee, du konntest leider halt auf ein Geschütz reingehen. So
irgendwann okay. von der Decke runterkam. Okay. Er hört sich aber geil an, auf jeden Fall. Und vor allem kannst du auch in Ratten reingehen, um zu bestimmten stärkeren Charakteren rein durch die Schächte zu laufen dann. Okay. Das war auch nice. Some stones are best left unturned. Ach ja, ich hab mir links gekillt. Ich sag mal, wenn man nicht weiß, woher man den Kill hat. Okay. Ich bin fast so gut wie mein ADC gewöhnt. Ja, ich weiß nicht, es wäre vielleicht. Ich meine, ich finde jetzt LOL zum Beispiel echt sehr, sehr geil, aber es wäre bestimmt möglich, da das auch noch ein bisschen aufzuhübschen und so, das mal zu remaken und alles mal neu zu machen. Die Map, die ist neu, die ist glaube ich erst 2 Jahre draußen oder 3. Ich glaube 2 Jahre. Noch nicht länger? Ich dachte, es wäre jetzt schon länger. Früher, du passt die Item noch, die kann Alex auch nicht. Okay. Das sind fast alles neu. Die Türme und so. Okay. Gab's früher alles nicht. Früher. Was gab's früher nicht? Die Türme, die mit den Fähigkeiten jetzt. Normal, die haben sonst alle Türme gleich geschossen. Okay. Die waren halt nur ein bisschen stärker. Was ist jetzt? Ja, genauso wie Dot, das könnte man eigentlich auch updaten, seinen zweiten Teil. Ja, gut, das haben sie jetzt mit World of Warcraft ja genauso gemacht. Haben sie auch komplett Grafik einmal aufgehübscht. Echt? Ja. Ich habe zwar nie World of Warcraft Spieler, weil man immer bezahlen muss für Spiel. Das ist online spielen. Ja. Nee, ich habe das mal irgendwie angetestet und so. Es war jetzt an sich dadurch, dass auch ein paar Kumpels von mir gezockt haben, ganz witzig. Aber ich habe jetzt nie aktiv gespielt, deswegen. Ja, im Endeffekt irgendwann schläft es ja alles ein, du zahlst es nicht und so weiter. Ja. Dann hast du Schulden. Everyone is doomed to repeat history. Hast du plötzlich Schulden? Naja. Makers guide me! Naja, also, ja, man hätte ein Abo abschließen können und ich war noch nicht dabei oder sowas. Deswegen. Ja, das mache ich halt auch nicht. Es kommt halt aufs Spiel drauf an. Jemand suchtet. Zum Beispiel früher haben voll viele Metin 2 gesuchtet. Was gesuchtet? Metin 2, das Online-Spiel. Online-Rollenspiel. Hm. Ja. Ja, da kenne ich aber auch zwei. Ich kenne auch dann andere zwei, die dann auch LOL gezockt haben oder so. Warum? Warum kam jemand Mitte? Bot? Ja, vor allem, warum waren jetzt gerade. Wirklich, war von uns, von mir der ADC ist gestorben? Ich glaube, der Toplaner ist gestorben. Behindert. Aber ich war Supporter jetzt der Letzte, der noch gelebt hat. Okay. Ich nicht wissen. Ich nicht geguckt hab. Nee, ist ja kein Thema, deswegen sag ich's ja. Ich weiß gar nicht, ob das so viel Arbeit wäre, Sachen zu remaken. Du müsstest ein bisschen was reinsetzen, kurz. Ich glaube, vielleicht höchstens eine Woche, um es richtig zu remaken. Das ist richtig geil, das macht man halt einen Monat oder so. Ja, Texturen. Ich muss im Endeffekt gerade die Texturen überarbeiten. Und bei jetzt im ganzen Spiel, ich meine, Story und so weiter hast du ja schon. Das wäre ja nicht das Problem. Ja. Oder im Endeffekt. Die Frage, ja, wie viele halt von der Fanbase noch das spielen würden. Ja, die Sache ist auch die. Ja gut, wenn du Glück hast, dann musst du halt nur ein Programm drüber laufen. Du hast Glück gehabt, dann musst du nicht so viel machen für, aber die Weiße ist halt, wenn's nicht reicht. Ja. Die Frage ist, ob die Leute jetzt halt noch spielen mit irgendeiner Polygonstruktur oder so, weißt du? So, was war das jetzt eigentlich? Ah. D.
Ein Ups. None are worthy of my task. So, und wie läuft's bei dir? Passt. Der Lena ist scheiße. Das gibt's doch nicht. Ich hab gepinkt, dass die kommen. Ja. Ich hab das schon mitbekommen. Ich meine, ich war eh tot, weil. Mal tot. Ich mit meinen geilen Supporter-Fähigkeiten. Das hat der Alex anfangs auch. Richtig gut reingekommen. Der ist tot. Schade. Ich könnte jetzt mit noch töten, aber. Ich weiß nicht, hattest du noch irgendwas, wo du sagen würdest, das wirst du auf jeden Fall geweckt haben oder so? Oder? Mit Zoo-Teilen hat er eigentlich ziemlich gute Grafik dafür. Die alten Rollercoaster-Teile vielleicht. Die sind besser gewesen sein noch. Ja, gut, man hat voll viel Scheiße drin bei den Teilen. Das hat ungefähr alles. Ja, gut, wenn es meine Fresse. Vom Fokus ist es hier. Ihn. Ja, der war gerade distant. Ich glaube, die machen Drake. Vielleicht. I don't know, Yachio. Oh. Ich will voll stark, wenn ich nicht die ganze Zeit top ganken würde. Ja, aber ich glaube, die machen gerade Drake, oder? Kann sein, kann auch nicht sein. Das ist die Frage. Wir haben Drake gemacht. Ja. Was ich, die kommen vielleicht über River. Mach mir ja nix. So, ja, bitte. Everyone is doomed to repeat history. Ja. Kannst du da bohren? Auf der Seite. Der Seite, ja, klar. So ist das. Ja. Vor allem ist es halt echt schade, dass kaum noch Strategiespiele sind wie früher. Ja, das stimmt. Ja, vor allem früher war das gut, die waren halt einfach schwer. Die waren, das war, deswegen haben die Spieler einfach lang gedauert, man hat lang dran gespielt. Und heutzutage ist es ja ein bisschen. Das war aber nichts. Ja, Dings auch. Dungeon-Keeper. Ja, ich hab auch früher gut. Also ich spiele auch immer teilweise gerne so Point-and-Click-Adventures. Da gibt es auch teilweise richtig geile Rätsel und so. Das ist ein bisschen eigentlich begeistert, was man eigentlich so von Kinderzeit kennt. Ja, mit einfach nur Maus rumklicken und so. Aber eigentlich voll geil. Mir taugt das voll. Vor allem bei Schlacht im Mittelalter einfach so, du fandest einen Film geil und dann plötzlich kommt BAM zum Spiel rein. Du dann selber entscheiden kannst, mit was du gewinnst, welche Armee, wo du hinziehen willst. Ja, genau. Und halt sehr viel, wie gesagt, einfach sehr viel Story mit drin, ne? Ja. Nein, ey, die sind hier nicht. Lass es bitte, die hängen ja eh wieder zu viel. Oder die alten Age of Empires Teile. Sogar ja, schon das Intro einfach. Ja, das Intro war saugeil. Oder kennst du Empire of?
Empire Earth kenne ich auch, weil es persönlich aber nie ein Favorit von dem, was ich spielen wollte oder spielen würde. Das wird einfach geil, der erste wäre vielleicht besser als der zweite oder der dritte. Im ersten einfach. Ach, du brauchst Mut. Nur die besten. Ja. Einfach. Das war früher irgendwie. Ich finde, das hat einfach mehr Flair so. Einfach. Ja. Deswegen finde ich es auch teilweise ein begeisterndes altes Spiel. Ja, so wie es früher war, sag ich mal, nur neu zu machen. Vielleicht kann man es auch ein bisschen erweitern oder so, aber einfach an sich das Spiel halt das Spiel, das ist, wenn man was vorschreiben würde oder so. Auch meistens wird das gefährlich und dann kommt oft einfach das gefährlich. Was ist los? Ach, da ist gerade jemand geplatzt. Also, ich bin gut. Ich meine, man sieht es auch in LoL schon, Rebirths müssen nicht scheiße sein. Ja, richtig. Und ja, gibt es halt andere Spiele, die sind halt scheiße. Ja. Aber es gibt auch, jetzt siehst du No Man's Sky, auch neue Spiele, die scheiße sind. Nee, die also, haben alle viel zu viel erwartet halt davon. Ja, wobei ich weiß nicht, ob das auch nur das zu viel erwarten ist. Die haben ja teilweise sogar Sachen, die drinnen waren, schon wieder rausgenommen oder so, ja. Ich habe mich nicht so viel mit No Man's Sky beschäftigt, aber ich habe nur gehört, dass viele enttäuscht waren wegen der Geschichte, weil dazu noch nichts bekannt war. Ja gut, das stimmt, zur Geschichte war noch nichts bekannt, aber... I had a rule for every mile I've run. Ich weiß nicht, also wie gesagt, das ist, ich habe das von sehr vielen gehört, dass halt im Endeffekt alles, was machst, ist immer das gleiche, ist sehr repetitiv. Ja. Kennst du noch von früher immer beim V-Markt oder so die Spieleboxen, wo da standen, wo du dann von einem Spiel alles halt drin hattest? Ja. Gibt's jetzt auch kaum noch wegen Steam und so. Ja, das stimmt. Aber. Weil ich jetzt echt so gut zu sehen, das letzte zu lesen habe, ist manchmal, gehe ich echt, so, wenn ich zum Beispiel mit dem V-Markt durchfahre oder so, dann gehe ich mal den Abstand so rein. Ich muss die Werke zum Beispiel sehen, so ein Beispiel, ey, geil, 7 Euro oder 5 Euro oder was weiß ich. Weißt du, sagst du, ja, geil. Dann schaue ich da so, oder schau dann auf dem Handy, auf Steam, wie viel es da kostet. Dann siehst du, ja, das Spiel kostet auf Steam halt ungefähr 20 Euro oder so. Wenn du den huckst, ist er tot. Ja. Voll, scheiße. Wenn du ihn huckst und triffst, ist er tot. Ja, ich tue, ich versuch's ja. Mann. Oh, Bot. Bot? Ja, top. Get out of the way. Top. Jetzt komme ich gerade nicht weg. Scheiße, scheiße, scheiße. Die Tower kriegst du nicht. Du kommst nicht vorbei. Ja, wurde gerade ein bisschen verfolgt von so zwei Spackos und. Ja, ich musste top verteidigen gehen, weil das sonst down wäre. Ist nicht so cool. Ja, ist ja kein Problem, ne? Du hast Bot gesagt, ich bin halt so runtergegangen. Ja, ich wurde Bot, fuck top. Hab zu viel ADC heute gespielt. Ja, ich bin dann gleich, wäre ich verfolgt worden von zwei Leuten. Ja, scheiße. Jetzt geht's. Kacke. Da kann ich nicht helfen. Okay. Kannst du top gehen? Ja, kann ich machen. Weißt du nicht, ob es viel bringt, aber... Nur noch treffen. Ist alles gut.
Fiori kommt jetzt dann noch. Sind halt einfach diese Klassiker, die meisten Kinder wachsen mit COD auf. Ja. Was? Die meisten Kinder? Wachsen jetzt mit COD auf. Ja, guck ich mal. Ich kann mal machen. Ich mein. Möchte ich schon. Das ist schön und gut, so COD und so, aber die Kinder fangen jetzt schon mit 14 an COD zu spielen. Das wäre ja schön, wenn es noch 14 wären, ich weiß es ja noch gut. Also zumindest wenn du den Voice Chat hörst, oder die hatten halt mit 14 noch keine Stimme, das weiß ich nicht. Kopiert. Ja. Ich bin's gehabt, macht Putin, dass alle schon mal Shooter spielen. Zum Ausspielen. Ja. Kann sie sich schon mal dran gewöhnen, eine Waffe in der Hand zu halten? So. Aber das ist halt natürlich, ich sag mal, auch irgendwie Kinder mit 13, 12, 13, 14, auch die sagen halt, ja, ich find's halt cool so. Ja. Oh, das war meiner. Geil. Ich hab schon 500 AP. Hm? Ich hab schon 500 AP. Okay. Ich fühle mich nützlich. Hab ich nicht. Wo ist er auf Blitzcrank auch geht, da nur Full HP. Der macht auch dann verflucht viel Schaden. Kann er One-Shotten. Echt so? Ja. Nice. Könnten wir mal mitpushen mal wieder, oder? Ich weiß nicht, wo der Rest von denen ist. Das ist das Problem. Hinter dir ist nur noch zwei. Achso, ja dann. Nur noch. Ich meinte nicht der Rest, sondern der, also von den Gegnern. Achso. Ja, da drüben war gerade jemand. Okay. Jetzt ist alles bitte. Ja. Typisch. Dann will man pushen. Wenigstens sind die Stats besser als beim letzten Mal. So, ich habe übrigens vorhin einen Brief bekommen. Vom Fitnessstudio. Was steht drin? Ja, nee, war ja, weil ich gekündigt habe. Also, so. Ich weiß jetzt zumindest mal, bis wann ich gekündigt habe. 31.11., weil ich gehe eh nicht hin. Ich hab mir jetzt auch. Ich mache jetzt halt irgendwie so Sport. Das Team auf den Sack geht da in der Bude zu hocken oder sowas. Das ist ja ein Nachteil, du kannst keinen Frauen auf den Arsch. Ja doch. Ist ja woanders hingehen. Nicht ins Fitnessstudio, dann weiß ich nicht. Wobei, kannst du ins Fitnessstudio auch so gehen. Du sagst halt, ich will Probetraining machen, das ist ein bisschen. Einmal im Jahr, ich will Probetraining machen. Ich will Probetraining machen. Oh, das sieht sehr schön aus. So ein Chip so dran stehen. Das kann man so machen. Das ist doch scheiße. Fick dich doch. Als ob. Thank you.
hätte, glaube ich, hätte ich Flash gehabt, wäre ich safe gewesen. Ja. Das Tastendrücken ist ein Price-Spieler. Na? Ich bin nur am Tastenspammen gerade. Du oder was? Oder ich? Ja, ich. Ja, das kann halt jeder irgendwann. Ich glaube, wenn man stark genug ist, kann man das, relativ gut, oder? Boah. Einfach irgendwas drücken. Voll krass eigentlich, durch Battlefield habe ich angefangen, meine Maus auf fast der höchsten Stufe zu stellen von der Geschwindigkeit her. Ja, ich mache das aber auch. Ich finde das aber auch hier ganz gut, ich bewege meine Maus fast überhaupt gar nicht mehr. Also auf dem Mauspad zumindest. Also ich klicke ziemlich viel sogar. Einfach krass rumpushen. Ja, leider. Also ich habe noch ein 3000er Schild, wenn es sein muss. Ach, schade, Fakt ist nicht drüber gegangen. Sonst wäre Dings tot. Ich stehe hier gerade der Supporter alleine ein bisschen rum. Sammel mal. Ja. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.